Moin Leute, heute gibt es einen Nike Pegasus in seiner 40. Auflage. In dem Video schauen wir uns an, was neu im Laufschuh ist und natürlich, wie er sich läuft. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Video. Bei dem Namen hört man direkt raus, wir haben jetzt schon die 40. Auflage des Nike Pegasus und es ist ein richtiger Klassiker. Der ist seit vielen Jahren bei Nike im Sortiment und ein richtiger Allrounder für das tägliche Training. Werfen wir uns zunächst mal einen kurzen Blick ins Nike Lineup. Wir haben den Pegasus so als Einstiegsschuh. Wer sich mehr Stabilität wünscht, der kann auf den Structure zurückgreifen. Mehr Dynamik besitzt beispielsweise der Zoomfly und wenn es ganz schnell wird, haben wir dann noch den Vaporfly und Alphafly. Außerdem gibt es ja noch den Turbo Next Nature. Der ist ähnlich vom Aufbau her wie der Pegasus, hat ja auch den gleichen Namen, aber besitzt eine Mittelsohle aus recycelten Zoom X Materialien. Das größte Update hat der Pegasus in Upper bekommen. Wir haben jetzt hier ein Monomesh-Material, was wesentlich einfacher gestaltet als noch beim Vorgänger. Dennoch ist es in meinen Augen noch um einiges komfortabler. Es ist sehr geschmeidig, schmiegt sich sehr gut dem Fuß an und ist sehr weich vom Material. Also wenn man auch im Schuh drin sitzt, dann kriegt man immer ein sehr angenehmes Tragegefühl bei dem Schuh. Neu ist auch im Schaft, wir haben jetzt nicht mal die Flywire-Bändchen, die gibt es nicht mehr in der Version, sondern ganz normale Schuhösen, damit ich den Schuh auch hier ganz gut an den Fuß schnüren kann. Die Fersenpartie ist auch angenehm gepolstert, ist ein bisschen fester aufgebaut. Wir haben eine Fersenkappe, die eine gute Stabilität bietet, also so klassische Eigenschaften eines Allrounders. Die Mittelsohle ist identisch zu seinem Vorgänger, zumindest im Aufbau. Wir haben ein durchgehendes React-Form-Material, was angenehm weich dämpft und eine lange Haltbarkeit besitzt. Außerdem sitzt im Vorfuß und in der Ferse jeweils ein Air-Zoom-Kissen, was zusätzlich nochmal dämpfen soll. Die Außensohle ist auch identisch zu seinem Vorgänger. Wir haben hier großflächige Gummielemente aufgebracht im Waffel-Design-Look, was recht klassisch ist für Nike. Außerdem haben wir hier einige Flexkerben drin, also man kann den Schuh schon gerade im Vorfuß gut flexen. Und ja, allgemein ist der Grip ausgezeichnet, also auf trockenen oder auch auf nassen Untergründen, egal ob in der Stadt oder so auf Feld- bzw. Waldwegen, kommt man da nicht ins Rutschen und kann sehr sicher dahin laufen. Wie es sich für so einen Allrounder gehört, war ich mit dem Schuh primär im entspannten Pace-Bereich unterwegs, habe aber auch mal ein paar Tempospitzen eingebaut, um zu testen, wie der Schuh da reagiert. Bei der Passform und beim Komfort gibt es nichts zu meckern. Es ist die klassische Nike Pegasus Passform, die an die meisten Füße passen sollte. Man kann ihn angenehm schnüren, auch mein schmaler bzw. flacherer Fuß hat da ausreichend Halt bekommen im Schuh. Das neue Mesh im Upper ist äußerst komfortabel, ist noch flexibler als beim Vorgänger und ich finde es auch noch eine Ecke atmungsaktiver und es schmiegt sich sehr gut an dem Fuß dran. Also da gibt es nichts zu meckern. Bei der Mittelsohle bekomme ich eine ausgewogene Dämpfung. Nicht so hart, eher ein bisschen weicher. Was mir hier aufgefallen ist, klar sieht die vom Außen und von den Daten her ist die identisch zu seinem Vorgänger. Dennoch ist das React Foam ein bisschen weicher geschäumt. Und das merkt man auch beim Laufen, dass es einfach ein bisschen weicher ist beim Laufen. Was ich sehr angenehm finde, gerade bei entspannten Pace-Bereichen, kommt man da angenehm ins Rollen. Und ja, es macht einfach Spaß, Kilometer wegzuarbeiten. Sollte es mal ein bisschen schneller werden, das heißt mal ein Tempo-Dauerlauf oder mal ein paar Strides nach dem Long Run kann man es mit dem Schuh auch ohne Probleme machen. Hier hilft halt auch die gute Flexibilität im Vorfuß und auch das Air-Zoom-Kissen, was wir im Vorfuß haben, gibt so einen kleinen Push nach vorn. Dennoch ist es jetzt nicht der Schuh für die Flotteneinheiten für jede Woche, sondern ja, primär für entspannte Läufe, aber auch gerne mal ein paar Tempospitzen kann man mit dem Schuh gern abarbeiten. Kommen wir zu meinem Fazit zum Pegasus 40. Also ich finde das Update sehr gelungen, obwohl ich zunächst sehr skeptisch war. Es gab ja auf dem Blatt nur Änderungen im Upper und ja, die sind auf jeden Fall gelungen. Der Upper ist nochmal dynamischer geworden, ist luftiger und auf einmal nochmal komfortabler. Am meisten überrascht hat mich so die Mixtur in der Mittelsohle, das React ist weicher geworden, was mir beim Laufen wesentlich besser gefällt noch als beim Vorgänger. Dennoch hat Nike hier auch an der Preisschraube gedreht. Statt 120 kostet der Pegasus jetzt 130 Euro, was ich dennoch für einen Allrounder einen sehr guten Preis finde. Ich bekomme damit einen Schuh an den Fuß, mit dem ich alles entspannter wegarbeiten kann, auch mal flotter laufen kann und der auch eine gute Haltbarkeit besitzt. Also grundlegend macht man wie dieses Jahr mit dem Pegasus nichts falsch und ich kann den Schuh wirklich nur empfehlen. Hast du Fragen zum Schuh, schmeißt sie in die Kommentare. Dann würde mich natürlich freuen, wenn du ein Video und ein Like da lässt und auch den Kanal abonnierst. Bis bald!